Okay. Würde ich sagen, wir fangen an. Nochmal, das ist jetzt wie gesagt aus dem Stream eine Aufnahme. Das heißt, ich habe rechts nebendran den Chat sitzen, der mir bestimmt die ein oder andere Frage oder den einen oder anderen Tipp geben kann, weil man hat ja schon gesehen, ich habe nicht immer so ganz klug nachgedacht. Da haben sie immer gemeckert, du hättest dies machen können, du hättest das machen können. So, jetzt wäre es cool, wenn ich auch noch ins Fenster klicken würde, damit ich spielen könnte. Es steht zur Auswahl einmal Isaac und einmal Moment. Mit Maggie habe ich es noch nicht durchgespielt. Ich würde sagen, der Erste, der was schreibt, der entscheidet jetzt, mit wem gespielt wird von den beiden. Lass mal kurz warten. Na komm, sag mir was. Nimm Maggie. Okay. Das ist jetzt gerade ein 3:1 für Maggie, also nehmen wir doch einfach mal Maggie. Die ersten Räume sind ja nicht so interessant. Ich muss auch nicht wirklich aufpassen, denn das Basement Boy Achievement habe ich ja schon geholt. Doch, es war das Basement Boy. Das erste. Das habe ich. Ja, das stimmt, das hatte ich letztes Mal im Judas geholt. Und dementsprechend kann ich hier. Ach, leck mich doch, Raum. Das ist gemein. Sowas ist gemein. Das heißt, da komme ich nicht weiter. Und hier sind zwei hüpfende Viecher. Hallöchen, hüpfende Viecher. So, noch eine Münze. Ich meine, zwei Münzen bringen mir nicht viel, denn mit Maggie ist man ja eher pleite. Das ist ein. Okay, das ist ein Item, das hatten wir noch nicht. Das ist, Lil Chubby. Läuft so, der verfolgt mich jetzt. Und wenn ich schieße, dann schießt er sich regelmäßig mit ab und macht Schaden. Es läuft auch so weit, ich glaube, bis er auf ein Hindernis in Form von Felsen stößt. Ja, hier sieht man's. Jetzt habe ich ein Problem, 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 jetzt habe ich ein Problem. Es könnte sein, dass ich hier schon sterbe. Nein, es passt. Wow. Das war wahnsinnig gut. Na komm. Jetzt den Körper noch. Da kriegen wir Stärke. Stärke hatten wir das letzte Mal. Das ist jetzt nicht so interessant am Anfang. Ist richtig, im Basement muss man ja nicht aufpassen. Ich meine, ich habe mein Achievement. Das ist eigentlich alles, worum es mir von wegen aufpassen ging. So, der Hierophant, das sind zwei blaue Herzen. Die können wir problemlos mitnehmen. Und ja, ihr habt es im Chat geschrieben, das ist das nächste, was ich mir überlegt habe. Ich wollte mir erstmal gucken, ob vielleicht noch eine Münze kommt. Die beiden Münzen, die wir haben, drehen wir einfach mal den Bettler an. Du Arsch! Oh Mann! So, Larry Jr. sollte mit Lil Chubby eigentlich absolut kein Problem sein. Wenn wir den mit dem Chubby treffen, dann ist das quasi rum. Komm, hol dir die. Einfach schön gezielt rein und dann. Na komm. War's das? So, das ist. Ist nett. Ich meine, wir haben jetzt 5 Herzen. Wenn ich jetzt im nächsten, übernächsten Stockwerk mal den Teufel bekomme zum Tauschen, dann könnte das definitiv helfen. Ich meine, wir haben gerade 5 Herzen. Wir haben das Yamhard. Ah. Das jetzt auch wieder. Das ist nett. Aber irgendwie. Ja. Das war nicht gut. Das war. Na. Du schießt nicht. Du bist. Oh, du bist ganz uninteressant. Komm mal her. So. Noch ein Schlüssel. Da. Okay. Der ist uncool. Denn diese springenden Viecher können quasi auf dem Feuer landen. Und dann. Wie der hier brennen, was die einerseits schneller macht und andererseits halten die aus irgendeinem Grund plötzlich das Gefühl zehnfache aus von dem, was sie vorher aushalten. Ach du Kacke. Na komm. Na komm, komm her. Komm. Oder mach's so. Ist auch okay.
Rosary, 3 blaue Herzen? Ja, 3 blaue Herzen. Habe ich doch noch richtig im Kopf gehabt. Ist an sich halt jetzt auch weg, der Effekt. Das war einmal und jetzt kommt nichts mehr davon. Ist also, ist ganz nett, aber man könnte sich definitiv was Besseres wünschen. Oh, oh, oh. Denn, wenn man mal guckt auch, meine Statistik, also meine Werte, die sind alle relativ, relativ weit unten. Ist nicht wirklich das, was man haben möchte. So. Hier nach links. Hier. Ja, ansonsten ist gerade nichts auf. Und ich sehe auch nichts, wo bisher der Geheimraum sein könnte. Ich drehe dir mal wieder eine Münze an in der Hoffnung... Du Arsch. Du verfluchter Arsch. Ja. Jetzt hier ein wenig... Na, jetzt geht's. Jetzt sind nur noch 2. Einer und... Die mache ich doch, glaube ich, mal alle kaputt. Muss ja irgendwas bei sein. Bitte? 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 Ja! 5 Münzen! Die wir gleich wieder dem Bettler in den Kopf schmeißen können. Na, die Truhe lasse ich... Wobei, es ist noch... Ist jetzt die Frage, ich würde... Na, ich lasse die Truhe erstmal liegen. Ich würde nämlich blaue Herzen verlieren und das macht die Sache dann schon wieder nicht ganz so interessant. Gibt's hier irgendwas von dir? Oh, schön! Oh, okay. Ich nehme alles zurück über diesen Bettler. Alles, was ich jemals gesagt habe. Und was ich gerade im Chat lese, das habe ich natürlich jetzt nicht erwähnt. Danke für solche Infos, halt, wenn ich sowas bekomme. Die Rosary erhöht jetzt die Chance auf die Bibel. Dass wir die Bibel finden. So, Monstro. Und... Dann gleich noch ein böser Monster. Sollte aber trotzdem... Ja, Lil Chubby fräst sich da regelrecht durch. Das ist ja... Das ist richtig übel, was der Kleine hier an Schaden macht. Wenn Monstro nicht drüber... Arr! Na komm, du bist doch gleich... Sei ein... Guter... Okay. Hier haben wir jetzt erstmal den Teufelsraum. Ouija Board und die Katze. Ouija Board und Katze. Ist beides nicht so pralle. Will ich davon... Ich will eigentlich beides nicht mitnehmen. Ich nehme bestimmt nicht beides für Eve. Das ist... Echt mal, ich bin auch der Meinung, das ist beides absoluter Bullshit. Und... Ich gehe jetzt aber echt nochmal hier rein. Ponk! Eine Pille. Oh! Wovor hatte ich Angst? Vor roten Fliegen. Und jetzt den nächsten. Was ist das? Das ist das, was ich mich gerade gefragt habe. Das wäre das Einzige, was das Board interessant gemacht hätte. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht so ist. Und zwar habe ich überlegt, ob das Board meinen kleinen Chubby mit beeinflusst. Oh, ja. Mensch, siehst du gut aus. Denn wenn Chubby durch Steine hätte fliegen können, dann wäre es interessant gewesen. Aber so ist es halt absoluter Murks. Denn meine Schüsse machen eh kaum Schaden. Weil ich, wie gesagt, noch nicht ein Damage-Item gefunden habe. Und dann... Ja, das war... Ach, ich hab die Leiter! Ich bin so ein Horst!
Geh da mal durch. Fräst dich da durch, Chubby. Rette mir den Arsch. Ah, eine Bombe. Ja. Di-di-di-di. Und den auch weg. Es läuft gerade. Es läuft. Och Gottchen. Chubby. Chubby. So, jetzt habe ich auch Bomben. Also so langsam würde ich sagen, passt es zumindest, was die Bomben und die Schlüssel angeht. Ja, jetzt auf jeden Fall. Ist das der Teleport? Das ist Doctor's Remote. Absolut uninteressant. Ja, ich bleib bei dem Herzen. Jetzt haben wir hier oben eine Müll... Ich gehe das jetzt mal gezielt an und warte immer wieder, bis ich Chubby schießen kann. Denn Chubby macht wenigstens ein bisschen was an Schaden. So, haben wir... Eieiei, das war dumm. So. Du dürftest auch nicht mehr... Als... Willst du mich? So. Zwei Köpfe, das ist kein Problem. So. Wir gehen das Ganze mal ein bisschen ruhiger an. Das ist... Es läuft ja gerade ganz okay. So. Ich nehme erstmal die Bombe mit. Guck hier mal rein. Würde ich gerade nicht mal mehr riskieren wollen. Und hier müsste der geheime Raum. Ja. Zumindest das ist klar. 11, 12, 14. Ich gehe nochmal hier hinten hin. Denn da könnte ja theoretisch noch eine Münze sein und dann wird sich der Shop auch... Oh, da sind sogar noch so viele Räume, da ist bestimmt irgendwo eine Münze. Komm. Nimm dies. So. So, nein, du gehst weg. Achso, ich kann ja mit der Leiter hier einfach ganz entspannt mich verstecken. Das Verstecken, das zieht die Sache so in die Länge. Reiht euch mal auf. Danke. Hast du eine Münze? Eine Münze? Eine Münze? Eine Truhe? Eine Münze? Es geht doch! So, das heißt, der Shop wäre hier in der Ebene auch interessant. Würden wir gleich mal vorbeigucken wollen. So. Ich gehe trotzdem mal noch hier rein. Oh, wie viel kommt denn da noch? So, euch einfach mal kaputt schießen. Da! Hörst du auf? Ich komm dir da rein! Und verfehl mit jeder Kugel. So, eine neue Karte. Justice! War Justice der... Nee, Justice gibt mir, Münzen-Item, ein Bomben-Item, ein Schlüssel und ein Herz-Item. Ist definitiv eins der netteren Items, was die Karten angeht, auf jeden Fall. Huch. Na komm. Ich rechne immer mit Chubb, das ist mein Problem. Deswegen braucht dieser Turm ewig. So. Dann hatte ich gesagt, ich gehe mit 16 Münzen in den Shop, genau. Das ist ja ganz hier hinten. Einmal komplett darüber. Und dort auch rüber. Da ist der Shop. So, rein da. Magnet ist Schwachsinn. Weil ich die Leiter habe. Ich bin am Überlegen, nehme ich die Karte mit? Ich meine, es ist noch relativ früh. Es ist die dritte Ebene und ich würde damit 3, 5... Ich würde auf jeden Fall 5 Geheimräume noch finden.
Und da der Chat mir jetzt auch sagt, ich soll die Karte mal mitnehmen, ich höre ja heute mal auf meinen Chat, nehme ich die Karte mal mit. Und da haben wir... Oh Gott, wir fallen. Das ist jetzt... Da schmeiße ich mir sogar die Karte rein. Darauf habe ich gerade... Hallöchen, das habe ich komplett vergessen. Darauf habe ich jetzt nicht gerade das meiste an Lust. Autsch. Na, lecko mio. Jetzt sind es zwei. Ja. Da. Der chargt mich an und ich treff. Ach du Kacke. Fallen ist so ein beschissener Boss, wenn man keinen Schaden hat. Wie es halt gerade bei mir echt der Fall ist. Der zerrupft mich so ein bisschen. Und Chub kriege ich hier auch nicht mehr wirklich getimed. Das macht die Sache echt gerade unnötig. Ist es das, was ich... Okay. Wir können nach Hause gehen, der Run ist vorbei. Schön. Ja. So. So. Schön. Bombsaki hat absolut nichts gemacht. Nehmen wir alles mit. Hallöchen, was bist du denn? Und bam! Bam! das ist mir die ersten Runs auch echt egal, weil ich mit jedem Charakter erstmal für die Achievements durchkommen möchte. Oh, guckt es euch an! Das wird immer besser! Der One-Up-Pilz. Sehr schön. So. Herrlich. Also jetzt gefällt es mir definitiv. So. Jetzt am besten noch... Oh, die bringt mir jetzt nichts mehr, oder? Die Zwiebel? Die wird eigentlich meine Tränen erhöhen, aber ich glaube... Ich glaube, an der Feuergeschwindigkeit hat das jetzt nichts geändert. So. Was haben wir denn da oben? Verkürzt die Dauer des... Ach, du Heilige! Gleich zwei starke. Hi. 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 Bomben, Münzen, Bomben. Ich nehme einfach mal alles mit. Ich meine... Es sind gratis Items gerade, warum nicht mitnehmen? Einfach mal durch, dann... Was haben wir hier oben? Ja! Komme ich gerade irgendwie nicht dazu, auf euch zu feuern, die ich eigentlich erstmal erle... Oh! Die Kombi ist super! Also, mit Chub komme ich irgendwie gut klar. Und dazu jetzt ein Brimstone und eine Kiste, die ich mir sogar mal aufmache. Oh, da, Bombe! Oh. 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 Einen noch. Sehr gut. Ja, dadurch. Und jetzt kriegen wir die auch weg. Shop und so? Ja, ich sehe bisher noch keinen Shop auf der Map, deswegen kann ich mir auch noch keinen Shop angucken. So, noch eine Bombe. 11 Bomben. Also an Bomben mangelt... An was mangelt es mir gerade? Irgendwie an gar nichts mehr. Peng. 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 Und da komme ich nicht ran. Oh...
mangelt mir an Skill. Ich hau dir gleich auf den Kopf. So. Na gut, ein bisschen Geschwindigkeit. Das ist echt noch was. Kaum schreibt wer im Chat Schlüssel, kommt der erste Schlüssel. Ich guck jetzt mal hier rein. Die Bibel! Machen wir es uns ganz einfach und nehmen die Bibel mit? Bibel oder den... die Bibel! Komm, wir nehmen sie mal mit! So. Dann haben wir noch 3 Münzen. Ne, andersrum. Ich nehme die Karte noch mit. Den Magier, die bringt mir jetzt natürlich gar nichts mehr. Schade. Dich kaputt machen. Dich kaputt machen. Und dich kaputt machen. So, 13 Bomben. Und richtig, da die Frage gerade im Chat kam, ja, man tötet sich selbst bei Satan. Beziehungsweise man tötet sich nicht, man macht sich, ich glaube, 12 Herzen. Sprich, wenn man mehr als 12 Herzen hat, überlebt man das noch. Thief! Definitiv einer der unangenehmeren Bosse für mich. Das war dumm. Und wenn ich jetzt noch mit den Kugeln ein bisschen aufpassen würde, dann wäre das sogar ganz gut. Weil irgendwie denke ich mir gerade nö und lass mich einfach von allem treffen, was mir irgendwo in den Weg kommt.